Herzlich willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbeck! Die Freiwillige Feuerwehr Bredenbeck ist 1886 gegründet in einem frühindustriellen Ort mit Kalkwerk und Glashütte. Die aus kameradschaftlichen Gründen wurde 1893 bereits deren Musikzug gegründet. Der wird heute mit 22 Aktiven noch weiterhin den Verein musikalisch unterstützt. Die Ortsfeuerwehr Bredenbeck zählt zurzeit 705 Mitglieder, die sich wie folgt gliedern: 42 Aktive, 35 Jugendfeuerwehr in der Jugendabteilung, 22 wie gesagt im Musikzug, 46 fördernde, passive bzw. Altersabteilung, der Rest mit 560 Mitgliedern sind fördernde Mitglieder, die Ortsfeuerwehr mit ihrem Beitrag an der alltäglichen Arbeit unterstützen. Die Ortsfeuerwehr Bredenbeck verfügt über drei Fahrzeuge. Wir haben ein Löschgruppenfahrzeug nach technischer Weisung, ein Tankmischfahrzeug mit technischer Hilfeleistung, also mit einem Rettungssatz und weiterem technischen Equipment, ein MTW sowie zwei Anhänger, ein technischer Hilfeleistungsanhänger und ein Lichtmastanhänger. Wir haben zurzeit 30 bis 40 Einsätze pro Jahr. Schwerpunktmäßig ist technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung, auch weil wir eine Bundesstraße versorgen oder beziehungsweise betreuen. Und die Anzahl der Türöffnungen, die wir haben, steigt stetig. Ansonsten haben wir bei uns eine Brandmeldeanlage. Wir haben Einsätze überörtlich, sprich, dass wir in andere Orte reinfahren, beziehungsweise als Ersatz für die oder als Vertretung für die andere Stützpunktfeuerwehr hier in der Gemeinde tätig werden. Hi, wir sind das Jugendwarteteam der Jugendfeuerwehr Bredenbeck. Mein Name ist Jackie von Willisen. Mein Name ist Sebastian Rinker. Und gemeinsam leiten wir die Jugendfeuerwehr Bredenbeck. Zurzeit befinden sich in unserer Jugendfeuerwehr 35 Kinder und Jugendliche. Darunter auch 13 Mädchen, worauf wir sehr stolz sind. Zu den Diensten, die gestalten wir praktisch sowie auch theoretisch, sportlich und mit Spiel und Spaß. Das Freizeittechnische zum Beispiel beläuft sich auf Dienstsport oder Schwimmen gehen. Und zu den einsatzpraktischen Diensten gehören dann natürlich die FRDV3, die Ölsperre, die technische Hilfeleistung. Und vieles mehr. Vieles mehr. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was wir für Fahrzeuge in der Feuerwehr Bredenbeck haben. Mit einem Zieglaufbau. Das Fahrzeug ist mit nach Normbeladung bzw. technischer Weisung ausgestattet. Als Sonderheiten haben wir hier noch die Rohrlichtkisten auf diesem Fahrzeug drauf. Ansonsten ganz normal Standardbeladung. Jetzt zeige ich jetzt nochmal unseren MTW. Das ist mit eins der letzten Bilder. Das Fahrzeug wird in diesem Jahr noch Ersatz beschafft. Das ist mittlerweile 21 Jahre alt, hat diverse Mängel und wird Ende des Jahres oder Mitte des Jahres durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Hier zeige ich euch jetzt nochmal unser letztes Fahrzeug. Das ist ein Tankmischfahrzeug, ein TLF 818, auf einem Mercedes-Benz Unimog-Fahrgestell mit einem Zieglaufbau. Besonderheit an diesem Fahrzeug ist, dass es ursprünglich mal ein Tankmischfahrzeug war und mittlerweile eher auf ein Hilfeleistungsfahrzeug umgewechselt ist. Es hat Schere und Spreizer und Rettungszylinder mit drauf, sowie das Beinbord und unsere speziellen Sachen, das Subfast-Stabilisierungsprogramm von der Firma Weber. Und ansonsten diverse technische Ausstattung für die technische Hilfeleistung. Wir drei machen hier in Bredenbeck die Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Grundschule. Ich mache da schon 10 Jahre, meine Frau hilft mir dabei. Im Jahr machen wir so circa 60 Kinder, das heißt 20 in der Kita und 40 aus der Grundschule. Und wir nehmen unseren Hund Kira immer mit, damit das Eis gebrochen wird, damit die Kinder auch ihren Spaß haben. Und das ist immer ganz, ganz lustig.